Ja, hallo zusammen, hier ist der Fuchskommissar 70 mit einem weiteren Gastgeplay. Und hier haben wir nochmal den Herbolzheimer 979 aus dem Clan X4X. Ja, mit dem 6er Premium Panzer, den M4A1 FL10. Ich wusste gar nicht, dass das ein Autoloader ist. Ja, es wird eine Autoloader-Kanone drauf, 4 Schuss. Ja, 6er 5er Gefecht auf der Map Steppen. Wie gesagt, 6 8er. 7 5er und unter 3 Heavy, 6 mittlere Panzer, 2 DD, 2 Lights und zweimal die Arti. Munitionsverteilung 64 Mal. Da gucke ich jetzt mal, was das für eine Munition ist hier. Ja, ja, panzerbrechend AP. Premium AP, aber glaube ich. Oder was ist das? Ja, das ist HE. Okay, so viel dazu. Ja, 2 Gunmax seht ihr auf dem Rohr. Und wie ihr das schon wisst, ist das hier das Replay zur dritten Gunmark. Ja, das wäre dann der Panzer in seiner Liste mit der Nummer 283. Der dann abgeschlossen ist mit der dritten Gunmark. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt erstmal hier unten zu dem 64-mal Premium AP, 6-8-mal HE, kleines Medkit, kleines Redkit und ja, starker Kaffee als Ration. Und wenn das Kaffee ist, dann ist das ja ein deutscher Panzer. Quatsch, Blödsinn. Was erzähle ich da? Ist ein französischer Panzer. Denn die Deutschen haben ja Schokolade. Außerdem an den Ringen sieht man es ja, dass ein französischer Panzer ist. Weil die haben ja diese breiten Ringe drauf. Ja, ich erzähle schon wieder ein bisschen Unsinn hier. Kommen wir durcheinander. Aber ihr kennt ja diesen Panzer bereits. KV1, erster Schuss breit ab, zweiter. Ja, der pustet ganz schön die Granaten schnell raus. Ab in Reload. Wir sind bei 831 Damage, 245 Aufklärungs- und Unterstützungsschaden. 2:0 steht es. Die Mission sehen wir nicht. Ja, das, wie gesagt, Sherman-Unterbau ist das ja. Und obendrauf der Turm von AMX. Ja, P43. Bis wird er auseinandergenommen. 2 Arti-Treffer, klatsch. Jetzt ist er in die Garage gegangen. 6:2. P43 bis zweiter. Ja. Tja, auch ab in die Garage. Erster Kill für den Herbolzheimer. Boit. T-34-85. 6er mittlerer Panzer der russischen Fraktion. Nicht der Premium. Er hat kein M. So, hier wurde er gespottet. Muss er ein bisschen wieder zurückfahren. Arti. Tja, und da geht die Arti auch raus. Die FV-304 wurde gerade gespottet. Der Radiowagen, wie es immer so schön sagen, M10RBFM. Da hinten der AL-44. Wird wohl eine schnelle Runde hier. Da gibt es Aufklärungsschaden. Und was haben wir da oben? Die andere Arti. Ja. Auch raus. 10:4. Am XL-Quiz. Oh. Zwei Treffer gehen rein. 1588 Damage, 527 Unterstützungsschaden. 11:4. 4,5 Minuten gerade mal gespielt bis jetzt. Da hinten haben wir auch die Premium-Version vom T-84-85. Das ist mit dem M. So, der Shito prügelt sich da mit dem AL-44.
ist abgelenkt. Ja, und da wird sogar der A44 rausgenommen. Jetzt kriegt er hier vom T-34-85M eine. Noch ein Schuss, 243 Hitpoints hat er noch. Da muss er jetzt doch ein bisschen aufpassen. Ja, der kommt hinterher. Hardy setzt ihn eine zu. Oh, da muss er hin. Schnell, 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 schnell um die Ecke. Und. Oh, er schafft das Duell. Ja, und da ist schon die Runde zu Ende und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats dieser schnellen Runde. Ja, Überschrift M4A1 FL10. Ja, dritte Gunmark, 283. Panzer abgeschlossen. Und da habe ich die drei Ringe auf dem französischen Rohr. Nur mal da zur, ja, nochmal zur Bestätigung. Dann haben wir hier zweiter Klasse Wirkungsfeuer, 57.123 Credits. XP kommen wir später zu. Großkaliber, gehen wir in Teamscore, 2.234 Damage, 2 Kills, 1.044 Basis XP. Und dann gehen wir in den Report, 23 Mal geschossen, 18 Mal getroffen, 17 Mal durchschlagen, 1.448 Damage über 300 Meter. Aufklärungsunterstützungsschaden 698. Gefahrene Strecke und 2,2 Kilometer. Dafür gab es 82 Credits. Abzüglich Repair und Munition ist ein Minus von 9.294. Jetzt habe ich es aber. Spielzeit 5,37. Keine 6 Minuten. Dann die Basis-XP plus Siegbonus. Und hier Bonus fürs Premium-Fahrzeug sind 470 XP dazu. Macht 2036 XP und 78 freier V. Jawohl, und schon wieder ist ein Panzer vom Herbolzheimer fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Runde. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.